So, das Thema ist die Schauspieler hinter Performance Capture. Die meisten Leute werden sich jetzt fragen, was? Performance Capture kenne ich nicht. Na, gucken wir doch mal rein. Ne? Gucken sich das Video an und dann sehen sie das. Performance Capture ist eigentlich sehr wichtig. Man sollte es schon kennen, vielleicht nicht vom Namen, aber es hat bestimmt jeder von euch schon mal einen Film gesehen, wo Performance Capture verwendet wird. Denn Performance Capture ist nicht nur im Filmbereich sehr wichtig, sondern auch in Computerspielen. Weil bei Kinect zum Beispiel die Motion Capture verwendet wird. Erstmal ganz allgemein, Motion Capture Technologie bedeutet einfach, dass reale Personen eingescannt werden und dann dementsprechend vom Computer verändert werden und so animiert werden. Als Performance Capture ist eine Weiterentwicklung der Motion Capture Technologie zu bezeichnen, bei der eben nicht nur die Körperbewegungen, sondern auch die Gesichtsausdrücke der Schauspieler eingescannt und dann animiert werden vom Computer. So, und dann gibt es das einmal in Animationsfilmen und einmal in real aufgenommenen Filmen. In Animationsfilmen, das ist zum Beispiel der Polarexpress, die Legende von Beowulf und Disneys Eine Weihnachtsgeschichte, alles von Robert Zemeckis. Robert Zemeckis ist nicht nur sehr bewandt im Motion Capture und Performance Capture Bereich, sondern auch in Spielfilmen aus den 80er Jahren vor allem und den 90ern, Zurück in die Zukunft. Mit dem DeLorean, wo sie in die Zukunft fliegen, Marty McFly und Doc und Forrest Gump und Castaway Verschollen hat er auch gemacht, jeweils mit Tom Hanks. Und Tom Hanks hat er auch wieder verwendet in der Polarexpress, da hat Tom Hanks so ziemlich jede Rolle gespielt. Tom Hanks wurde eben komplett animiert und in dem Film verwendet. Den kleinen Jungen hat er natürlich nicht gespielt, sonst alle. In die Legende von Beowulf werden Angelina Jolie und Anthony Hopkins unter anderem animiert. In Disneys Eine Weihnachtsgeschichte Jim Carrey, Gary Oldman und Colin Firth. Jim Carrey kennt man zum Beispiel, also kennt man ja eigentlich, der Ja-Sager, der Grinch, die Maske, Mr. Poppers Pinguine, ist eher so ein 0815-Film oder Dumm und Dümmer, ist irgendwie ein bisschen amerikanisch, fand ich nicht so gut, muss ich an der Stelle gleich mal sagen. So, dann 2009, Avatar, Aufbruch nach Pandora von James Cameron. Da werden auch viele Figuren animiert, zum Beispiel Sam Worthington und Zoe Saldana. Dann 2011 in Planet der Affen, Prevolution, quasi das Prequel zum früheren Planet der Affen. Da verkörpert Andy Serkis den Schimpansen Caesar. Also auch mit den Gesichtsausdrücken und sowas, mit den Bewegungen, wie er so läuft. Ein genialer Performance-Künstler. Dann in die Abenteuer von Tim und Struppi, Regie Steven Spielberg, Produktion Peter Jackson. Kann eigentlich nicht schlecht werden, der Film war auch nicht schlecht. Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Da ist auch Andy Serkis dabei, der verkörpert den Kapitän. Und auch im deutschen Filmbereich wird die Performance-Capture-Technologie mittlerweile verwendet, zum Beispiel im jetzt neu rauskommenden Film Tarzan. Wir freuen uns drauf. Regie Reinhard Kloß. Integriertes Performance-Capture. Das beschreibt eben nicht das Aufnehmen und Scannen und Animieren von Gesichtszügen für Animationsfilme, sondern für Spielfilme in der real aufgenommenen Welt. Da wird zum Beispiel ein Jar Jar Binks animiert in Star Wars oder Gollum, auch wieder gespielt von Andy Serkis in Der Herr der Ringe. Auch Sonny in iRobot, den bestimmt die meisten von euch gesehen haben werden. Sonny ist weder ein Roboter noch komplett computeranimiert, sondern wird eben auch von einem Schauspieler verkörpert. King Kong in King Kong, auch wieder von Peter Jackson. Peter Jackson hat wieder Andy Serkis dazu geholt, ins Boot geholt. Andy Serkis hat King Kong verkörpert, nachdem er eben auch Gollum verkörpert hat.
In den Harry Potter Filmen, zum Beispiel Lord Voldemort, wird gespielt und wurde animiert Ralph Fiennes. Unter der Regie von Mike Neville in Harry Potter und der Feuerkelch und die vier Fortsetzungen darauf von David Yates. Ist auch sehr gut gelungen. Man sieht, es ist ein großer Unterschied zu Ralph Fiennes und Voldemort. Die Nase ist weg, er ist viel bleicher, er ist richtig hässlich. Eigentlich schaut Ralph Fiennes gut aus im echten Leben. Er ist bekannt durch Filme wie Der englische Patient, wo auch mal einen Guten spielt. Einen Bösen spielt er in Brügge sehen und sterben. Und beides, also einen Guten und einen Bösen, zum Beispiel in Red Dragon, eine der Fortsetzungen der Hannibal-Filme. Auch Davy Jones, der Anführer der Flying Dutchman in Fluch der Karibik 2 und 3, wird gescannt und animiert. Dieser Schauspieler ist Bill Nighy. Bill Nighy kennt man durch verschiedenste Filme. Der ist schon relativ alt. Kann man ja mal googeln. Der ist ein sehr guter Schauspieler, spielt in fast jedem Film mit. Dann Ted. Ted, der Film mit dem Teddy. Regie Seth MacFarlane. Ted, auch Seth MacFarlane. Seth MacFarlane hat sich also quasi in seinem eigenen Film selbst gescannt und animiert. Und er macht ja im Prinzip sonst auch alles selber. Ist ja auch Regisseur und Drehbuchautor und so von Family Guy und American Dad, wodurch er ja auch bekannt geworden ist. Eine besondere Rolle in der Performance-Capture-Technologie nimmt der Film Avatar ein, von James Cameron, wie schon gesagt, weil da nicht nur die Charaktere mit Performance-Capture-Technologie aufgenommen werden, sondern auch die Kamera und die quasi dann in die virtuelle Umgebung mit einbezogen wird und übertragen wird, quasi in diese Fantasiewelt mit den Navi. Das ist bis jetzt auch nur bei dem Film der Fall gewesen. Hat er dann dafür auch einen Oscar bekommen. Und abschließend lässt sich sagen, dass für mich der beste Performance-Künstler auf jeden Fall Andy Serkis ist, der ja schon, um nochmal Revue passieren zu lassen, King Kong gespielt hat, Gollum, den Kapitän bei Tim und Struppi und den Schimpansen Caesar bei Planet der Affen Prevolution. Wer sich jetzt denkt, ja, wie schaut denn der jetzt eigentlich in Wirklichkeit aus? Schaut der jetzt aus wie Gollum oder so? Da gibt's einen Film, Tintenherz, eine der schlechtesten Verfilmungen überhaupt, ganz nebenbei, aber ein Lichtblick in diesem Film ist Andy Serkis, der spielt den bösen Capricorn und eigentlich ist schon allein deswegen der Film so ein bisschen sehenswert. Andy Serkis ist ein sehr guter Schauspieler. Ich hoffe, ich konnte mit dem komplizierten Stoff jetzt Leute unterhalten. Tschüss.